also auf jeden Fall das Pferdchen und mit Absicht noch was vorgelaufen und der Rotaschewski, ne, heißt der? Wataschewski. Auch extra im Hauptbahnhof, ne? Also so gegen 15 Uhr oder so, ich glaube, ich habe das auch mal geschrieben. Immer wieder einfach nur um uns rum, wir sollten ihn unbedingt sehen und er wurde provoziert. So, und auf jeden Fall waren da auf dem Hauptbahnhof auch Polizeieinsätze gegen uns, wo man uns so provozieren würde, weil wir wahrscheinlich auch als Polizeihasser gelten oder so, ne? Möchte sagen, bin auch Kopf, ne? Ja. Haben doch alle Stasis übernommen. Dann bin ich hier doch auch Kopf, ne? So alt bin ich nicht mehr. Soll ich, ne, Nadine? Genau. Na, das sehe ich aber auch so, ne? So, und da wird man auch was gemacht haben. Und so, also Gertsch wissen wir genau, dass er schon vorher mal wieder um uns rumgelaufen ist. Da haben wir auch Anzeigen gemacht, ungefähr 2005. Da waren wir auch schon von ihm weg. Trotzdem hat er uns weiterverfolgt. Und wir nehmen auch an, dass viele andere Beamte, woran wir uns nicht mehr so erinnern können, aus Frankfurt immer um uns rumgelaufen sind. Und damit machen wir nichts anderes war. Dass wir diese Penner, das haben ein bisschen falsch geschätzt, die haben nicht mehr die Disziplin. Die können hier mal lang gehen und mal schneiden. Das auch nicht mehr regelmäßig. Weil sie nur mit sich auch zu tun haben. Ja. So, und früher hat hier nur Stasi geschrien und auch wenn es dunkel wird und auch jetzt, wo das Fenster nicht so weit aufhang und ich ihn ja nicht gleich treffe, schreien sie auch wieder hoch. Also psychologisch ist das immer ganz verkehrt, weil man reagiert sich dann dadurch ab und denkt, man hat irgendwas gemacht. Nein, nein, das geht jetzt so richtig überall ans Eingemachte. Jeder weiß schon Bescheid, was los ist und wir wollen da auch schon bestrafen sein, wenn ich nachher. Genau. So, und das wollen wir auch nochmal anderen Menschen sagen, besonders was da auch abgelaufen ist um eine Gerichtsbarkeit. Man hat uns einfach rausgedrängt. Auch bei der Polizei. Immer wieder wollte man uns einfach nur loswerden, weil man einfach nicht für uns tätig werden wollte. Und wir haben so ein Glück mit diesen Polizisten, die wir dann namentlich oben nannten, dass die sich wirklich couragiert bemüht haben. Und dass die sich wohl auch ihr eigenes, also ihre eigene Dings hier gebildet haben, ihre eigene Meinung. So, und heute weiß ich ja, dass der Herr mich erreizen sollte. Ich kriege mein Haus nie wieder. Weil sie haben versucht, mich zu provozieren, weil sie mich wohl mitnehmen wollten, weil überall stand, ich bin irre. Also, sie hatten ja den Handschuh angezogen und so, also sie hatten schon irgendwas vor. Und haben dann richtig durchgeatmet, dass nichts passiert war, ne? Weil, Mann, über 13 hatte ich so einen Kerl, die sollten sich mal angucken, wie alle. Verstehen Sie, das ist doch, man darf ihn nicht verletzen, aber man will da auch selbst nichts kriegen. Und wenn so ein 13er Kerl einmal zuhaut, da fährt der Nächste dahinter auch rum. Weil da ist doch schon seine Kraft hinter. So, deshalb sehe ich heute ganz anders. Und natürlich habe ich das damals interpretiert, dass er mich reizen wollte, dass er Bescheid wusste mit meinem Haus, alles, wo er gesagt hat, sie kriegen ihr Haus sowieso nicht wieder. Das war das Einzige, was wir noch beweisen konnten. Deshalb haben wir darüber hergesprochen. Davon hatten wir auch hier Fotos und so. Und auch immer wieder werden auch andere Polizisten, da war auch mal eine Polizistin, die mal so richtig zugehört hat, da war auch hier mal so auch wieder ein Eindruck, da hatten wir es auch hier, da habe ich Ihnen das alles mal gezeigt und so ein bisschen erklärt, da habe ich auch noch Unterlagen, auch weiter nachgefragt haben, was man dann gleich wieder eine Staatsanwaltschaft geblockt hat. Weil sie sitzen doch hier überall drin. Sie haben es doch hier nicht umsonst nach Frankfurt geschickt. Weil Frankfurt war zumindest schon von Rostock aus das Hauptziel aller Socken und so. Frankfurt, da war was los und so, ne, da ist was und da kann man was erleben und heute weiß man ja auch die Drogen. Deshalb waren sie ja nicht. Das ist natürlich faszinierend, wenn man in so einem Dorf wie Rostock da lebt und dann nach Frankfurt kommt. Ne? Und heute wissen wir ja, besonders das Nachtleben interessiert uns. So, und sie haben sich gleich nach Frankfurt gestürzt und sind hier schön geblieben und haben sich hier schön mit Drogen eingekauft und auch die richtigen bestochen. Das ist ja alles heute kein Wunder. So, und die haben uns einfach hier weiter von Anfang an Ärger gemacht. So, und dann kam das natürlich noch mit dem Terror, wovon wir immer mehr wussten, wo die Anzeigen immer präziser wurden. Und dann gab es auch wieder so eine Gruppendynamik, ne? Weil das kann ja nicht sein in Deutschland erstmal, ne? Auch welche, die da nicht zugehören, ne? Und denn geguckt, ja, sind ja sowieso doof. Davon wussten wir ja nichts. Genau. Wenn die dann genauer geguckt, da sind blöd beide. Okay, ist ja nicht. Passen wir auf. Aber es ist wirklich wahr, was wir gesehen haben. Und weil wir auch so betäubt sind und das auch immer wieder angesprochen haben, das machen wir ja auch, und auch schon niedergeschrieben haben, das nicht berichtigen können, wissen auch Sicherheitsdienste der Welt, dass wir die Wahrheit sagen. Weil es ist immer wieder anders. Und so ein Lügner, der lernt da 10 Sätze auswendig und sagt das genau immer wieder.
gut, für welche die Fälle vielleicht, weil er zu doof ist oder so, oder ob man die Reihenfolge der Sätze hat, da kommt immer genau das. So, und einer, der die Wahrheit sagt, der sagt das auch immer wieder ein bisschen anders, weil er ist ein Mensch. Er ist kein Computer. Und selbst bei unseren Computern kommt ja manchmal was anderes raus, wenn man da irgendwas von der Festplatte runterruft. Genau. So. Und deshalb ist es nicht immer genau das und deshalb lügt er nicht. Er weiß es dann bloß zu dem Zeitpunkt nicht richtig. So, und bei uns ist es so, unsere Hände wurden gelöscht, wir wurden betäubt und so. Deshalb lügen wir deshalb auch nicht. Wir wissen es in dem Moment nicht richtig. Genau. Deshalb seid ihr nicht mehr, schauen Sie doch mal nach, weil jetzt haben wir genug davon gesagt. Ja. So, und auch da hat man hier in der BRD total versagt, weil man diesen Arrogantus Dummus hatte. Und das geht nicht. Und davor warne ich besonders junge Menschen, die erst anfangen im Leben, hüten sich davor, dann führen sie ein vernünftiges Leben. Genau. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.